Miguel, schau mir das an. Da wir gerade über Texte studieren reden. Ich habe jetzt... Ich glaube, das war vor 2 Tagen. Nebelklang hat mal beiläufig erwähnt, dass er wohl etwas Eigenartiges an dieser Marex-Fuchsecker, die wir bei uns tragen, entdeckt hat. Ich habe mir dabei großartig nichts gedacht, aber da ich jetzt ein bisschen Zeit hatte in der Stadt, was wissen wir denn überhaupt über diese Marex? Ich habe in der Flottenmeisterei nachgefragt und für einige Dukaten konnte ich dort auch die Archive durchwühlen. Habe einige interessante Sachen über die Familie herausgefunden. Besser gesagt über den Vater. Warum hat die Kontiuma Flottenmeisterei Informationen über die Familie Fuchsecker? Ist sie nicht in Perikum ansässig? Sie scheinen wohl in der gesamten blutigen See zu handeln und das ohne jegliche Probleme, so zumindest in den Archiven aufgezeichnet. Der Mann scheint wohl, soll besonders gnadenlos sein und seine Gewinne sollen alles Bekannte durchbrechen. Er scheint wohl einige Jahre lang sogar mehr Gewinne über die See gehabt zu haben, als das mit der blutigen See anfängt, als Sterre brennt. Das ist suspekt, aber suspekt war sie mir eigentlich von Anfang an. Ich weiß nicht mehr genau, wo Yalan sie aufgegabelt hat, aber sie... Ich glaube, sie hat sich als Großwildjägerin oder etwas Ähnliches beworben. Sie ist ja eine ganz gute Schützin. Und sie sagte etwas von Kontakten zum Rat in Perikum und meinte, sie könne vielleicht die steckbriefliche Einschränkungen aufheben, von denen Yalan und Abel mir damals belastet waren. Nun, die Hälfte dieses Problems scheint sich ja von selbst gelöst zu haben. Ja, aber das glaube ich sofort. So wie ich mitbekommen habe, scheint Marix in seiner Heimat unangreifbar zu sein. Sehr einflussreich. Wer sich nicht kaufen lässt, zumindest nach den einigen Berichten, scheint wohl einfach verschwunden zu sein. Und wenn wir seine Tochter beseitigen, bringt uns das in welche vorteilhafte Position? Warum spricht denn von beseitigen? Abelmir. Nun ja, ihr sprach davon, dass sie ihr Vater dubios ist, drücken es so aus, und vermutlich über mehr Kontakte in der blutigen See verfügte, als er haben sollte. Vermutlich unterhält der Mann allerbeste Beziehungen zur Stadt aus der Tiefe. Der ist ja beileibe nicht der Einzige. Ja, also worauf wollt ihr also hinaus? Hier in Kunchum ist er sehr unbeliebt. Und soll noch 2 weitere Söhne haben. Und eben seine Tochter, Julia. Ein Händler, der Störe Brand und Achmani aussticht, ist in Kunchum unbeliebt. Welch eine Überraschung. Kommt vielleicht auf den Punkt, die Herr Romantis. Ich frage mich nur, warum sollte jemand aus einer solch bekannten Händlerfamilie und vor allem solch reich auf unserem Schiff anheuern? Nun, vielleicht ist er oder sie abenteuerlustig? Warum fragt ihr sie nicht? Na, da hat sie doch mehr als genug Schiffe von ihrem Vater, auf denen sie segeln kann. Nun, vielleicht möchte sie ihn nicht auf seinen Schiffen segeln. Das ist doch verständlich, oder? Diamantis, worauf wollt ihr hinaus? Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich ein wenig paranoid, aber bei den ganzen Geschichten, bei diesem Smooth hier, den wir unten haben, will ich am besten die ganze Mannschaft umkrempeln, damit wir, auch wenn wir neue holen, nicht mehr mit der alten zu kämpfen haben. Damit wir wissen, zumindest, wo wem wir vertrauen können und wen nicht. Und dieser Marix stößt mir doch immer wieder an. Dann haltet vielleicht die Augen noch hin, aber ich sehe hier nichts, was irgendwie auf sie zurückfallen würde. Ich meine, sie ist Magistratin, verdammt. Ich kann das zwar nicht genau zuordnen, aber das sind doch eigentlich diejenigen, die im Ratssaal sitzen müssen und über wichtige Entscheidungen treffen, nicht so auf Abenteuerreise auf einem fremden Schiff anheuern. Und vor allem einem Schiff wie die Drachentöter oder wie die Aviander, wie wir sie auch immer nennen wollen. Die solch Wichtiges auf der blutigen See. Ich sehe in dieser Ansammlung von vielleicht und vielleicht auch nichts immer noch keinen klaren Punkt, Diamantis. Ja, ich denke eher, wir sollten den klaren Punkt finden.
Ich denke, dies sind wertvolle Informationen, aber sie scheinen mehr ihre Familie als sie selbst zu betreffen. Was sie selbst angeht, muss ich allerdings sagen, dass mir wiederholt aufgefallen ist, dass sie Anstalten gemacht hat, Zwietracht zwischen uns zu säen. Weswegen ich sie auch nicht gerne in der Nähe habe. Ich wäre interessiert, mehr über die Zusammenhänge zu erfahren, aber ich denke, es wäre zum jetzigen Zeitpunkt seltsam, sie rufen zu lassen und über ihre Familie zu befragen. Meint ihr nicht? Ja, doch, doch, das spielt uns sicherlich nicht in die Karten. Aber ich kann in ihren Kopf blicken. Denkt immer daran. Zuletzt war sie hier gestern auf dem Schiff. Mit Nebelklang reden sehen. Sie soll das Schiff verlassen haben. Nun, Boltax, wenn ich mich hier recht entsinne, könnt ihr allerdings nur oberflächliche Gedanken auslesen, nicht wahr? Nun, wenn ich mir Zeit nehme, kann ich theoretisch alles. Gehen wir davon aus, dass ihr nicht unbedingt in einer Position sein werdet, einen längeren Zauber auf die Frau zu wirken. Von daher müsste man einen solchen Ansatz in einem Gespräch, das entsprechende verfängliche Themen behandelt, anbringen. Nun ja, ja, in der Tat. Es wäre selbstverständlich, eine Möglichkeit Klarheit zu schaffen, wenn wir bereit sind, einen solchen Schritt zu wagen. Abelmir ist ja immer besonders gut darin, solche Gespräche um verfängliche Themen zu beginnen. Wie meint ihr das? Nun, ihr habt ein Händchen dafür, wollte ich sagen. Nun, verfängliche Themen unterschneiden? Nun ja, da bin ich mir nicht sicher. Um jedenfalls einen Bogen zum Anfang zu schlagen. Kapitania, ich für meinen Teil sehe derzeit keinen Handlungsbedarf, was Marix Fuchsecker herangeht. Aber ihr mögt andere Ideen haben. Ich bitte um die Erlaubnis, meine Nachforschung weitergeben zu können. An wen möchtet ihr sie weitergeben? Nicht weitergehen, weitergehen. Verzeiht. Wollt ihr sie wieder, wie die letzte Befragung gestalten? Wir könnten uns einen mächtigen Feind machen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Ja, davon möchte ich abraten. Das kam letztes Mal schlecht an. Nun, solltet ihr in der Lage sein, noch mehr herauszufinden, wäre das sicher interessant, aber bitte unauffällig. Verstanden, Kapitana. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es nicht so, als wäre sie selbst unmittelbar irgendeines Verbrechens schuldig. Im Gegenteil, dass sie auf der Drachentöter angeheuert hat, könnte auch ein Zeichen sein, dass sie sich von ihrer Familie distanzieren möchte. Aber nun ja, wir werden sehen, ob sie überhaupt auf das Schiff zurückkehrt. Ich würde dennoch mit eurer Erlaubnis ihre Koje durchsuchen, falls sie hier Sachen dagelassen hat. Dann komme ich aber mit. Haltet ihr das für verhältnismäßig? Ich halte es vor allem nicht für möglich, dies durchzuführen, ohne dass es irgendwie bekannt wird. Ja, wir sagen, wir machen stichprobenartige Kontrollen, um eventuell gefährliche Gegenstände zu finden. Dann filzen wir die Kojen von 5, 6, 10 anderen Leuten und halt ihre. Ich sehe nicht, wie dies dazu beiträgt, sie nicht zu verstimmen. Was sie nicht herausfindet. Ja. Naja, also das wird sie schon merken. Ich meine, die Frau ist ja nicht dumm. Und dann ist es vielleicht doch der bessere Weg, einfach sie darauf anzusprechen und sich anzuhören, wie ihre Reaktion ist. Na, wie ihr möchtet, Kapitänin. Dann warten wir, bis sie sich wieder auf das Schiff begibt, falls sie sich wieder auf das Schiff begibt. Liegen weitere Themen an, Kapitania? Ich hätte eine Angelegenheit zu erörtern, die möglicherweise uns alle betrifft. Wie ihr wisst, hatte ich ja mit der Spektralität Laudabel diskutiert und eine Möglichkeit, den Friedhof der Seeschlangen, die Pforte, darin dauerhaft verschließen. Ich hätte eine Einladung zu einem Vortrag in Kuslik.
dieser findet in einer Woche statt. Und wie mir mitgeteilt wurde, werdet ihr alle herzlich eingeladen, mich zu begleiten, falls ihr dies wünscht. Oh, das ist schön. Ja, ich würde gerne nach Kuslik. Ich war lange nicht mehr dort. Wie gedenkt ihr, Magus, persönlich in dieser Zeit nach Kuslik und zurückzukommen? Nun, die Spektralität deutet an, dass sie in ihrem Kellergewölbe über eine dunkle Pforte verfügen und wir mittels dieser Pforte nach Kuslik reisen könnten. Nun, eine solche Gelegenheit will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Außerdem könnte ich natürlich auch anbieten, dass wir den Weg durch Sumus Leib wählen. Das würde ich ausschließen. Über eine solche Strecke? Nun, mit einigen Zwischenstopps, ja. Das würde ich vermeiden wollen. Ich denke, dass wir uns die Gelegenheit, eine solche dunkle Fahrt in Effekt sehen zu können, nicht entgehen lassen dürfen. Unabhängig unseres eigentlichen Ziels. Und ich denke auch, dass die Angelegenheit wichtig genug ist, dass sich der Abstecher lohnt. Zudem beginnt zu diesem Zeitpunkt natürlich auch die Opernsaison im Horasreich. Oh, die Opernsaison. Das ist ein merkwürdiger, jedoch erfreulicher Zufall, denke ich. Ich finde, ich bin hocherfreulich, habe seit einigen Götterläufen keine Oper mehr besucht. Ja, ich auch nicht. Oh, ich hoffe, sie spielen die Geschichte der Zwerge auf. Das ist meine Lieblingsoper. Es ist eine... Ja, wir werden sehen. Wieso? Es ist ein sehr beliebtes Stück im Horasreich. Wenn ihr das sagt. Ja. Nein. Doch. Wir werden es doch aus erster Hand sehen können. Ich sage euch, die Zwerge sind ein wunderbares Werk. Ich konnte selbst die Uraufführung sehen im Horasreich und es gab stehenden Beifall. Nun, es geht nichts über Horas und Lamia. Ihr habt diese Oper doch sicherlich auch gesehen. Selbstverständlich, La Mer, das war das Schiff, was gefahren ist, nicht wahr? La Mer, La Mer, La Mer. Ihr habt sie also nicht gesehen. Nein. Wer war La Mer nochmal? Ach, das war die Gefährtin des Horas, als sie hier anlandeten auf diesem Kontinent. Als sie die Zwerge getroffen haben. Nein, sie landeten im Horasreich an. An der Stelle, die allen bekannt ist natürlich. Und sie gründeten zahlreiche Städte, aber ich greife vor. Ihr seht euch die Oper an. Welche Stelle ist das? Jetzt bin ich neugierig. Ich glaube, es war Winsalt, glaube ich, oder? Bin mir gerade nicht selbst aber nicht ganz sicher. Ich glaube auch, es war Winsalt. Wo die angelandet sind? Ja. Sie sind in Kuslik angelandet. Nee, liegt Kuslik überhaupt am Meer? Nee. Kuslik liegt, ich habe mir, glaube ich, Ich glaube, es war Winsalt, wo sie also es war nicht Bitter. Winsalt? Mhm. So, jetzt schaue ich auf die Karte. Also, Kuslik hat Kairuna. So, wir haben Mengbilla, wir haben Drohl, wir haben Neta, Belhanka, Metumis. Kuslik liegt direkt am Meer. Und in den dunklen Zeiten hattest du Kairuna, das ist eine gewaltige Schiffswerft gewesen, wo auch die Schiffe vom Horas gefertigt worden sind. Oh, wir sind doof! Kuslik liegt am Meer und Winsalt ist eine Windstadt. Winsalt liegt am Jaquir und wurde damals eben auch von einer gewaltigen Flutwelle verheert, aber Winsalt liegt nicht am Meer. Und mit der sind die alten Liebfelder angekommen. Weiß doch jeder. Genau. Mit der Flutwelle, nein, also Kuslik liegt am Meer, genau, mit der riesigen Werft Kairuna. Beziehungsweise mittlerweile ist nur noch Koronia davon geblieben. Ein Hafenviertel. Corona? Koronia? Der Romanshafen, Basel. Schön, dass wir das auch erklärt haben. Weiter im Text, oder? Auf der Karte findet man sogar das Meer der Sieben Winde, falls es euch interessiert. Ja. Nun, also wo sind sie jetzt angelandet? Nun, in Kuslik. Wie passend, wenn wir nach Kuslik gehen. Unter den Tokamujak gibt es einige Hypothesen, dass die ersten Menschen auf dem Kontinent von einem sagenumwobenen Südkontinent her auf Flüssen gefahren sind. Ja, wenn man solche Geschichten von irgendwelchen Halbwilden glauben will, gerne. Nun, also wir Zwerge kennen die Erzählung, dass die ersten Menschen eigentlich aus dem hohen Norden kamen und sich aus Wölfen verwandelt haben. Ja. Ihr werdet überrascht, Magus, wie viele Körner der Wahrheit manchmal in solchen Sagen stecken.
Andererseits ist der Wahrheitsgehalt einer solchen Sage für unsere Zunft reichlich irrelevant. In der Tat, die Wege der Zivilisation stand unzweifelhaft im Hoherreich. Gibt es denn sonst noch etwas, was wir in Kuslik erledigen könnten? Ich meine, es ist eine nahezu einmalige Chance. Das Institut der Arkanenanalysen beherbergt einen großen Schatz an magischem Wissen. Nun, Betana ist auch nur einen Kattensprung entfernt und Kuslik oder was gibt es dort noch? Lasst mich überlegen. Bei Hanka ist wahrscheinlich für euch vorteilhaft. Ich war einmal in Belhanka, aber ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, um dort einen Besuch zu machen. Es gibt Mittel und Wege, dorthin zu gelangen. In der Tat, Sulamin. Man könnte das Theater von Arivor begutachten. Wenn man mit hinreichend Willen hantiert, ist Mengvilla nur einen kurzen Ritt entfernt. Also, wir sehen, uns liegt die ganze Küste zu Füßen. Oh, wieder einmal. Vielleicht könnten wir auch noch etwas Gold akquirieren von der Hurraschen Krone. Unter welchem Vorwand? Das kann ich übernehmen. Nein, ihr solltet nicht mit solchen Leuten sprechen. Dann glaubt mir das. Sie sind nicht gut auf, vor lauter Zwerge zu sprechen. Waren das nicht diejenigen, die von uns erwartet haben, einen hurrasischen Kapitän einzusetzen? Nun ja, die Dinge sind im Wandel. Sie werden das verstehen. Es könnte sein, dass ihr ein paar Fragen diesbezüglich beantworten müsst. Nun ja, beantworte ich gerne. Ich bin ein offenes Buch für alle, ihr wisst doch. Und nun ja, was die Finanzierung angeht, natürlich ist die blutige See nicht in erster Linie ein Problem des Horasreiches, aber nun ja, die Heptarchien gehen uns irgendwie alle an. Wie gesagt, es wäre eine Option, zusätzliche Gelder zu akquirieren. Dann machen wir konkrete Pläne, doch vielleicht, wenn wir dort sind. In der Tat. Nun, ihr nehmt diese Einladung also an? Ja, natürlich. Ich will mir die Oper nicht entgehen lassen. Ich denke, dies zu entscheiden liegt bei der Kapitania. Oder zumindest den anderen Freigang zu geben. Nun, mit Freuden. Ich denke, durch die Benutzung dieser Pforte sollte es uns nicht zu viel Zeit kosten. Und wann soll das stattfinden, Abelmir? In einer Woche. Nun, ihr sagtet, als ihr noch Kapitän wart, wir würden nur 2 Tage oder so hier im Hafen liegen, aber ich denke, es zeichnet sich bereits ab, dass dies vollkommen unrealistisch ist. Und nun, eine Woche ist eine überschaubare Zeitspanne, die wir sicherlich produktiv nutzen können. Ihr müsstet nur die Hafengebühren bezahlen, natürlich. Ja, natürlich. Aber sie werden kaum so unverschämt sein wie in der Stadt aus der Tiefe, nicht oder? Hier müsst ihr keine Hafengebühren zahlen, weil ihr eine eigene Werft habt. In die aber unser Schiff nicht reinpasst. Ja, aber ihr habt ja trotzdem Stege. Das sind ja eure Stege. Okay, das wusste ich nicht. Oh, okay, gut. Also in Zorgan müsst ihr bezahlen. In Janka nicht und in Kuntjob nicht. Weil ich glaube, zu Anfang mussten wir nur andere Gebühren bezahlen, aber okay, geschenkt. Angelgebühren? Ja, nee, also Angelgebühren müsst ihr bezahlen, Anlegegebühren nicht, zumindest nicht in Kunchung. Umso besser. Nun sagt, wer kommt denn alles zu diesem Treffen? Nun ja, verschiedene Spekulativen, verschiedenster Akademie natürlich. Dieses Thema ist so enorm wichtig, dass wichtige Spekulativen eingeladen werden. Das ist sehr erfreulich. Oh, ich hoffe, die Spektabilität aus Belhanka kommt auch. Ja, sie wechseln sich immer ab. Ein Jahr ist er. Ist ja auch egal, aber... Wir werden sehen, wer vor Ort ist und wer nicht. Ein sehr netter. Es sind beide sehr nett. Ich habe gute Kontakte gehabt dort. Ich kenne sie nicht und nun ja. Oh, er ist ein Nivese und sie... Oh, wie war das noch? Durch dieses Abwechseln und weil ich ja nur ein Jahr gelehrt habe, nicht so wichtig. Ja, das klingt auf jeden Fall hochspannend, Abelmir. Ich freue mich schon richtig, die alle kennenzulernen. Nun ja, ihr werdet sicherlich Aufmerksamkeit erregen mit eurem Körper. Ich dachte mit seinem Bären. Danke. Oder
nicht. Ja, ihr werdet das Gespräch zahlloser Salons werden. Man sieht nicht so oft einen stattlichen, prächtigen Geweihten wie euch. Vor allem wird die versammelte Gildenmagierschaft sich der Wahrheit nicht weiter verstärken können. Versperren. Ja, und die Wahrheit wäre... Nichts, was ihr begreifen würdet, ohne dass ich euch eine dreistündige Grundlagenvorlesung halten müsste. Och, das können wir einfach lassen. Und ja, das dachte ich mir. Wir erhoffen uns von diesem Zusammentreffen eine Lösung für die Pforte am Friedhof der Seeschlange, die nicht beinhaltet, dass wir dafür eine andere öffnen, oder? In der Tat, das war mein expliziter Wunsch. Dass wir nicht noch einmal dort reisen müssen. Nun, wir können nicht überall zugleich sein. Insofern ist es vielleicht gut, wenn sich auch andere mit diesem Problem befassen. Ich habe einige Vorschläge in meiner Rede eingearbeitet, die hoffentlich Anklang finden. Ja, sagt bloß, ihr wollt einen Vortrag halten. Ich freue mich ja jetzt schon. Natürlich halte ich einen Vortrag. Das ist doch der Zweck, weshalb wir in Akustik gehen. Oh, darf ich auch einen Vortrag halten? Nun ja, wenn ihr nach mir gerne das Vergnügen haben wollt, gerne. Selbstverständlich werde ich meinen Teil auch dazu beitragen müssen. Ja, den Göttern sei Dank, dass ihr alle einen Vortrag halten werdet. Dann bin ich ja so beruhigt. Dann lohnt sich die Reise ja richtig. Ich überlasse das nur uns, Rafin. Wir werden das, wie sagt man im Seefahrerjargon, Schiff schon schaukeln. Rafin, die Reise lohnt sich nur, wenn du das Basaltfaustwappen auf deiner Brust trägst. Ja, natürlich. Tue ich doch immer. Und wie sagt man im Seefahrerjargon so schön, Mast und Schotbruch. Gut, so viel also dazu. Das heißt viel Glück. Ich weiß, viel Glück Voltex, damit habt. Oh gut, ich war mir nicht sicher. Ihr habt so einen resignierten Gesichtsausdruck gemacht. Sulamin, hättet etwas dagegen, wenn ich meine Kabine etwas wohnlicher gestalte und umbaue? Was meint ihr mit wohnlicher? Nun ja, der Platz ist relativ klein und eng bemessen und ich müsste einige Umbauten vornehmen. Nichts, was wirklich ins Gewicht fallen würde. Ich bräuchte nur eure Erlaubnis dazu. Dort unten stehen einige Kabinen frei, oder? Ich habe schon eine bezogen. Nun, ich denke, wir sollten noch abwarten, wie viele Personen von Rang, also Geweihte und dergleichen, wir noch an Bord nehmen werden. Ich bezog mich auf meine Kabine und nicht auf andere Kabinen. Nun, in eurem eigenen Raum könnt ihr natürlich umgestalten, wie ihr möchtet. Ausgezeichnet. Aber greift nicht in die Integrität des Schiffes ein, Abelmir. Glaubt ihr das wirklich, dass sie so etwas tun würde? Das Schiff gefährden? Ja. Nun, nicht falsch. Nein. Wie auch immer. Okay, dann könntet ihr, wenn ihr mögt und nichts weiter habt, schlafen gehen. Ich packe mir natürlich Diamantes und wir gehen ins Alchemielabor. Okay, dann trennt ihr euch und Serpentilio Diamantes ins Alchemielabor. Ich würde Rafim noch da behalten, wenn die anderen gehen. Aber geht gerne erstmal mit den anderen mit. Und ich würde gerne mit unseren beiden Bordmager sprechen hinsichtlich von der Sonderfertigkeit Traumgänger. Ja, wir fangen erstmal an. Wenn heute der 9. ist. Heute ist der 9., ja. Können wir dann über Nacht regenerieren? Ja. Okay. Ganz normal, klar. Dann fangen wir an mit Serpentilio und Diamantes. Ah, setzt euch doch noch einmal. Ich habe hier, Serpentilio holt eine Art Mullbinde auf dem Tisch aus, hier eine relativ große Menge Drachenschlund erwerben können. Na, Drachenschlund? Aber das ist ja hier nicht dieses Rauschgurken. Nein, Rauschgurken haben wir an Bord. Jedenfalls, ich hatte nicht die Zeit, mich mit Genesidianer kurz zu schließen, den ich bei einer Akademie beschäftigt bis nicht so wichtig. Jedenfalls, dieser Sache werden wir danach nachgehen, aber einen solchen Trank zu brauen, braucht 7 Tage, wie ihr sicherlich wisst. Ja, jedenfalls... Weiß ich nicht, warum sollte ich das sicherlich wissen? Oh, verzeiht, ich vergesse manchmal, dass ihr nicht derselben Profession angehört wie ich.
Jedenfalls. Zunächst ein wenig Blut, bevor wir anfangen. Ja, und dann lasse ich ihn etwas unsachgemäß zur Ader. Also man merkt, dass der Ventilo das für gewöhnlich, dass der Ventilo das nicht oft macht. An lebendem Werk hantieren.